Wir haben Tag 1 und ich bin unterwegs beim Laufen. Ich habe die Hälfte meiner Strecke jetzt geschafft und jetzt liegen nochmal 2,5 Kilometer vor mir. Ich habe mir vorgenommen, jeden Tag oder jeden zweiten Tag jetzt 5 Kilometer laufen zu gehen oder alternativ zu schwimmen. Also ich nehme da diesen Plan aus dem Buch, da gibt es ja so einen kurzen Beispieltrainingsplan, den ich jetzt so mal so befolgen wollte. Nach diesem Plan ist heute am Montag auch direkt gleich noch Bauch- und Beintraining dran, da werde ich nur Bauch- und Rückentraining machen. Und ja, ich freue mich schon gleich auf mein Frühstück, da wird es dann den Hirsebrei geben oder die Hirsecreme. Und ja, mal gucken. Also ich werde jetzt erstmal weiterlaufen und wir haben total früh morgens irgendwie 8 Uhr irgendwas. Für einen Ostermontag finde ich das schon sehr diszipliniert von mir, da aufgestanden zu sein. Also ja, mal gucken, ob das die Woche über so weitergeht. Aber jetzt laufe ich erstmal weiter. So, ich bin fertig mit Laufen, habe jetzt schon eine Stunde lang gekocht. Leider habe ich nicht darauf geachtet, dass diese Hirsecreme eine Stunde braucht. So sieht meine Küche jetzt inzwischen aus, so ein kleines Schlachtfeld, das ich gleich wieder aufräumen muss. In dem Buch, da steht eigentlich auch, dass man die Hirsecreme lieber am Morgen vorbereiten soll. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich mache euch da gleich nochmal ein Foto von. Dazu gibt es für mich hier so eine Vanille-Matcha-Milch und für Felix gibt es ein konventionelles Frühstück mit Brötchen, Nutella und hier sind die Brötchen, die ich mitgebracht habe und Marmelade. Für mich gibt es, wie gesagt, hier die Hirsecreme, wie ihr gerade seht. Und ja, mal gucken, wie mein Tag sonst noch so verläuft. Ja, mein iPhone hatte mal wieder keine Lust zu drehen irgendwie gerade. Da ist jetzt irgendwie 5-mal die Kamera-App abgestürzt. Deswegen muss dann jetzt doch mal die große Kamera herhalten, also der Camcorder in dem Fall. Ich habe mir jetzt schon den Blumenkohl Curry Crunch vorbereitet für heute Mittag. Da bekommen wir nämlich Besuch, das ist alles so ein bisschen stressig. Und heute Abend gehen wir ins Kino und dafür habe ich mir hier diese leckere Belohnungsdose vorbereitet. Da gibt es Tortilla-Chips, also da werden gleich noch ein paar mehr folgen. Das sind ja hier einfach die von DM. Die sind ohne künstliche Geschmacksverstärker, ohne Hefeextrakt und sowas. Und dazu gibt es so leckere Chili-Ringe, so klein geschnittene. Dann eine Guacamole aus Avocado. Und so eine Art Käsecreme, die ist aus Cashewmus und stillem Mineralwasser, Salz. Und das war's schon. Rezept findet ihr aber alle Rezepte hierfür findet ihr in dem Buch von Attila. Ja, und das geht dann heute in der Tupperdose so mit ins Kino, damit ich nicht in die Versuchung komme, mir da irgendwas zu kaufen an Popcorn oder an sonstigen Klabberkram irgendwie. Normalerweise nehme ich ja dann mal noch Eiskonfekt oder sowas, da werde ich dann heute drauf verzichten müssen. Ich werde mir dann natürlich auch was zu trinken mitnehmen müssen, ist mir gerade eingefallen, weil da gibt es ja nur Softdrinks. Also auch da werde ich mir dann vorsorgen und werde das in so eine kleine Tupperflasche füllen. Dann einfach so ein Mix aus Kirschsaft und grünem Tee. Das habe ich schon vorbereitet, ist schon im Kühlschrank. Und ja, sonst mal gucken, wie gleich der Blumenkohl Curry Crunch wird. Ich mache euch hiervon natürlich auch wieder Fotos. Und ich glaube, heute Abend die Suppe werde ich schon ausfallen lassen, weil mir das echt zu viel war. Diese Hirsecreme, die war auch echt viel, die war total lecker. Aber das war wirklich zu viel. Die werde ich dann heute Nachmittag noch aufessen. Den Rest, der steht jetzt im Kühlschrank. Und ja, ansonsten dann noch die Chips heute. Zwischendurch dann vielleicht noch diese kleinen Cranberry-Schnitten. Und das reicht dann eigentlich auch schon. Ja, von daher, wir sehen uns dann gleich vielleicht nochmal wieder. Also ich melde mich dann gleich nochmal. So, ich habe jetzt gerade dann doch noch mein Training für Bauch und Beine quasi. War es ja eigentlich heute geplant. Aber ich habe mein Training für die Körpermitte hinter mich gebracht. Das war aus der Mind Health App, die habe ich euch ja in der letzten Challenge auch schon mal gezeigt. Da setze ich natürlich auch jetzt wieder drauf, weil ich finde die echt gut und ich habe mir da ja auch so ein paar Features freischalten lassen. Und jetzt habe ich 35 Minuten lang Training für den Rücken und die seitliche Bauchmuskulatur und halt auch vorne den Bauch gemacht. Aber vor allen Dingen war das wirklich für die Rückenmuskulatur irgendwie. Mit so seitlichen Liegestützen und mit so Rückenheben und sowas, also echt ganz cool gemacht irgendwie. So 7 verschiedene Übungen waren das. Ich habe da jetzt 35 Minuten für gebraucht. Wir haben jetzt 16.20 Uhr und ich werde mich jetzt kurz frisch machen. Danach werde ich noch wahrscheinlich die Linsensuppe vorkochen, wenn ich das noch schaffe. Für morgen schon mal, für heute werde ich die glaube ich nicht mehr machen, weil dieser Blumenkohl und heute Morgen die Hirse, das hat mir echt gereicht. Und ich habe ja auch noch die halbe Portion Hirse im Kühlschrank, dann esse ich die gleich lieber noch. Und dann mache ich mir halt diese
diese Linsensuppe für morgen schon mal und werde die dann in den Kühlschrank tun oder zum Teil vielleicht auch einfrieren für den Rest der Woche. Und ja, das war's. Gleich kommt ja dann schon wieder der nächste Besuch und danach gehen wir ins Kino und dafür habe ich auch schon die Tortilla-Chips vorbereitet, hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Und ja, mal gucken. Das war's, glaube ich, für heute erstmal. Ich zeige euch noch, ich zeige euch eigentlich nichts mehr. Ich habe euch ja schon alles gezeigt, was ich so gegessen habe. Wir sehen uns also wahrscheinlich erst wieder an Tag 2. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.